schon wieder einen Kaffeespawner hier. Kaffeespawner? Kaffee. Und öfter streamen. Ich will einen Kakaospawner. Oh, Kakao wäre toll jetzt. Achso, ich habe keine Ahnung, ob das gut aussieht, aber mach. Oh, ich glaube, ich mache mir nachher einen Kakao. Dann lege ich mich in die Badewanne. Ui, das klingt toll. Die Uhrzeit. Dekadent. Hallo, Auda. So gut. Ich habe keine Ahnung, nicht ob vielleicht das so dreieckige Dinger hinmachen? Das sind doch die dreieckigen Dinger. Nee, aber... Ach so, stimmt. Das ist ja... Natürlich, man muss ja da so... Ah, ja, wir müssen hier fast noch eine zweite Schicht drauf machen, ne, dass man... Dass der so richtig... So ein Ding ist, ne? Immer Blaubeeren holen. Tanne ist am Testen. Tanne testet noch. Ja. Ich hab direkt umgesetzt. Ja, hab ich schon gemerkt. So, Blaupause, zack. Aber wenn man ein Kleedach hier oben jetzt hinpackt, dann klappt das ja, glaube ich, nicht. Ne? Dann können wir da nicht mehr... Nee, das klappt leider nicht. Tote Blatt. Oh, hallo, Unkraut. Nee, das ist Bullshit. Oh, Baumfeld. Nur nicht wieder runterfallen. Das ist ja eine Menge. So? Hä, hey, warum hat es den Stängel denn jetzt nicht dahin gesetzt? Gründe. Ja, Gründe. Ganz, ganz doofe Gründe. Tanne experimentiert. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich meine Stängel gelassen habe. Ich habe Stängel mit dabei. Wie komme ich zu dir, ist die Frage. Oh nein! ja, so nicht, glaube ich. Hoch. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Du musst so seitlich und dann musst du springen beim Anbauen. Oh, oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich sterbe. Lass mich. Problem ist, ich fäll immer und dann finde ich die Stängel nicht mehr. Ich versuche zu bauen, aber irgendwie will das durch die Wand nicht. Ja, es ist ein bisschen tricky. Also ich baue gerade alles von draußen ran. Ah. Und spring dann halt hoch und drück dann schnell E und der Sprung reicht genau, um eins anzubauen. Ja, können wir nicht eine Hilfsplattform oder so Blödsinn machen vielleicht? Das wäre zu einfach. Ja, das ist zu einfach. Aber oder so innen drin einen Klee abreißen. Kannst du jetzt keinen Klee einreißen? Danke. Warum nicht? Klee ist super billig. Klee haben wir übrig. Ich habe eine Mücke getötet. Brabe, ganz alleine. Kami. Ja klar, ich bin voll krass. Ich hab die böse angeguckt dabei. Was? Munch, hallo, schön, dass du da bist. Und Blockschrott, warte mal. Hier, Prost dir. Prost. Blockschrott denkt, muss immer an das, wenn wir mit dem Augenlied anfangen, muss er immer an das Lied Eye of the Tiger denken. Dumm. Dum 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 dum. Ich habe letztes Mal, glaube ich, ich habe letztens das erste Mal bewusst Karate Kid und Karate Kid 2 geguckt. Bewusst? Ja, also ich glaube, ich habe es noch nie wirklich geguckt damals. Oder halt, wenn man nebenbei nur laufen lassen, weil es mich nicht so interessiert hatte. Aber das ist voll toll. Hier Karate Kid und so. Er ist so cool. Wie heißt er nochmal? Meister Miyagi. Der ist voll knuffig. Mr. Miyagi. Der ist so knuffig. Knuffelig, puffelig. Ja. Muss man noch Seile aus dem Haus holen. Ich habe ein paar noch. Ja, ich habe gerade ganz viele gemacht, aber weil sie nicht gebraucht wurden, habe ich sie irgendwann weggeräumt. Jetzt brauche ich sie wieder. Das war nicht richtig. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam.
Bam, bam, bam. Da ist noch ein Seil. Das ist aber weit geflogen. Hier ist im Sumsebeflieger. Da vorne ist noch. Warte. Ja, wir warten. Oh. Nee, wartet nicht auf mich. Er ist zwar ein Stängel, aber der ist auch eine Spinne. Genau, Monkel. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Wo ist das her? Karate Kid, musst du gucken. Oh. Ist echt lustig. Das Karate Kid? Ja, ich habe auch immer gedacht, so, Karate Kid. Den aber. Aber den richtigen alten. Kann mich erinnern. Ja, wenn auch nur den richtigen alten. Ich glaube, da oben rein. Oh, wow. Toll, eine Bäre ist da oben rein geflogen. Na toll. Danke. Bitte. So. So. Wer so sagt, weiß glaube, nicht weiter. Fast, meine Mitbewohner sind am Video telefonieren. Irgendjemand davon. Ach so, sagt dein Internet gerade so. Ich hatte gerade mal kurz so ein bisschen Aussetzer. Jetzt geht alles wieder. Unmöglich. Es ist unmöglich. Mit okay, also hier fehlen nur noch Stängel eigentlich. Ich habe die meisten Seile. Ich glaube, Eumelchen hat auch ihr Handy. Es kann gut sein, dass die gerade jemanden ruft. Hallo. Hallo, hier ist Eumelchen. Telefonierst du gerade auch mit mir? Der Eumelchen ruft immer per Videotelefonie an. Ich ärgere jetzt meine Schwester. Und dann hast du so das Gesicht in Close-Up dran, weil sie dich im Handy sucht. Oh. Es ist mega cute. Ich nehme inzwischen auch nur noch ab und lege das so hin, dass meine Kamera zur Decke oder so geht, damit sie richtig lange suchen muss nach mir. Oh, schade, dass das nicht geht. Du siehst mich nicht. Ui, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja, es ist halt wirklich so, sie hängt sich dann so, sie legt das Telefon quasi vor sich und dann hängt sie sich so drüber und schreit sich immer den Pony aus dem Gesicht, damit sie weiter von oben nach unten auf dieses Telefon gucken kann. Hast du mal bei TikTok oder gibt es ja diese TikTok-Videos, wo Hunde oder Katzen irgendwie immer so aufs Handy drauf gucken? Ja. Von oben, weißt du, die liegen halt auch und die gucken da von oben rein. So stelle ich mir das dann vor. So ja, blum. So in etwa. So in etwa ist das. So, also ich habe eine Methode gefunden, wie ich hier Sachen anbauen kann, ohne dass alles den Bach runtergeht. Ja, sehr cool. Wir brauchen ohne, dass du noch stirbst. Gras. Oh, bitte macht hier oben die eine Grasplatte noch nicht fertig. Okay. Ich bin ins Wasser geplumpst. Aha. Ich weiß. Ja, die Grasplatte auf dem Dach darf noch nicht fertig werden. Autsch, oh nein, ich bin... Aua, ich hab Schaden sehr bekommen. Gut, Panfixe. Dann kannst du dich jetzt ja erst recht entspannen. Yeah. Weil die Tablette, ja. Die Tablette wirkt. Ich glaube, ich finde das ganz cool. Ich bastel gerade so ein bisschen an dem Pferdeschweif herum. Ich finde das ganz ulkig so. Schwanz? Nein, an dem Pferdeschweif. Ja, Schwanz. Nein, Schweif. Ja, Stefan, du wärst auch so mies, wenn du sowas Cutes sehen würdest. Eumelchen ist schon knuffig. Ja, absolut. Eumelinchen. Eumelinchen braucht ein T-Shirt, wo Eumel drauf sind. Ich weiß nicht, dass sie Eumel heißt hier. Ich sag öfter mal zu ihr Eumelchen, aber ich benutze halt im Internet diesen Decknamen quasi, ja, damit ja, ich ihren echten nicht preisgeben muss. Sehr schön. Ja, das wird. Das wird entführt. Guck mal, Kami. Ich habe uns ein Geländer gebaut. Und es hat Heckantrieb. Ah, ja, cool. Ich weiß auch nicht, mir war da noch irgendwie... Nee, das passt. Ja, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen, dass es höher wird. Aber es geht irgendwie nicht. Aber du kannst ja... Warte mal. Mach mal. Tun Sie mal. Ich überlege nur, kann ich das nochmal ab... Ja, kann ich nicht. Reiß es ruhig ab da oben. Nee, ich will noch was ausprobieren. Ja, klar.
Aber ich glaube, das wird dann zu eng für uns. Ja, wenn das noch ein Stück höher, dann könnte man nämlich noch mal so ein Schweifding dran bauen. Oh Mann, Jule! Ja, ich hab halt versucht, das noch mal höher zu setzen mit den Dreiecken, aber es geht nicht. Ich wollte das halt höher machen, aber es geht halt was nicht. Was für ein dummen Blödsinn du machst, Sven. Oh. Wenn man so einen Ausguck hat. Warte mal, ich mach nur mal das eine hier kaputt. Mach ruhig, es sind ja nur Gräser, ist ja nicht so jetzt. Oh! Da. Was war das denn? Knapp verpasst. Ist das zu hoch dann? Ah, das wird auch nicht halten. Ich glaub, das wird auch nicht halten, weil du brauchst dann wieder diese Unterbauten. Ja, deswegen. Okay. Ich mach dir das Ding wieder dran. Mach das, ich finde das so ein toll, das ist ein toller Hexspoiler. Mann, ey. Was sind da drei Böden, ne? Ja. Sechs Böden. Ah, da kommt man nicht ran, ne? Ich hab nur ein Gras gehabt. Oh, by the way, aber weil wir es gerade von Eumel hatten, ich fand das super cute, wie viele am Sonntag mit mir mitgemacht haben beim Welt-Down-Syndrom-Tag und verschiedene Socken angezogen haben. Ich hab's voll verstanden. Das war so cute. So, Achtung, Duri, komm mit. Ich zeig dir, wie es am besten geht. Ja, zeig mir mal. Hier, das muss nicht, das darf noch nicht fertig gebaut werden. Hier, diese letzte Ecke oben, ne? Ach weil so, du da durch okay. musst. Ja, weil man da durch muss. Und dann kann man da reinfallen und dann kann man von innen bauen. Aber ich glaube, jetzt haben wir es auch nice. Fast, ne? Ja, hier fehlt noch was und ich glaube, hier oben müsste noch was ran. Ja, da aber fehlt Kami, nur der was meinst Blueprint. Du denn, was meintest du denn mit unten? Kann ich hier unten verkleiden? Achso, deinen Hals, ne? Den Hals, also unten, ja. Also den Kopf, also auf jeden Fall den Kopf. Ich weiß nicht, ob man den Hals irgendwie noch verkleiden kann. Da müssen wir wahrscheinlich Grünzeug nehmen. Nehme ich mal an. Wird schon wieder ins Wasser gefahren. So muss das, oder? Ich habe Blaubeeren gesammelt. Soll ich die gleich zu Leder verarbeiten oder soll ich die erstmal so reinpacken? Ja, mach das doch gleich. Ich glaube, wir brauchen die ja für Leder, ne? Ich bin schon wieder ins Wasser gefahren. Okay, Edith, ich habe ganz viele Dinge gebastelt. Irgendwie sieht das süß aus. Ich brauch das ja gar nicht mehr nehmen. Warum guckt das Pferd eigentlich direkt da drüber? Ist das... Das lehnt den Kopf... Das guckt, ob da jemand guckt. Okay. Ich hab noch eine Idee. Dann ist voller Ideen hier. Fantastisch. So krass, wie wenig man eigentlich rausbekommt an Leder. Naja. Das muss ja schrumpeln und so. Ja. Macht ja Sinn. Aber trotzdem. Hallo. Ich mag Grounded spielen. Das ist wie Minecraft. Nur anders. Nur hübscher. Ja. Aber Minecraft macht auch so suchtig. Suchtig. Ja, ich habe auch mega Bock. Also muss ich schon sagen. Was musst du? Ich habe gerade geguckt, wo noch hier so diese Unkrautstängel hin müssen, aber. Das Dorianische Pferd. Ah, ich will aber nicht alle machen. Die kann man. Doch, eigentlich kann man alle machen. So, fertig, glaube ich. Ich glaube, das ist alles, was heute ist, weg. Ich habe, glaube ich, eine Menge gehört. Hast du gehört? Ja. Er war zu laut! Oh, die Sonne geht unter. Oh, ist das schön. Oh. Ist das romantisch? Ramondisch. Pfeil rum. Okay, was mache ich jetzt mit meinen Stängelchen? Sehe ich doch nicht. Ins Lager. Ins Lager. Ja. Brauchen wir bestimmt noch mal. So kann man hier eigentlich nicht komplett einfach. Geht das irgendwo? Sanne, guck mal, ich glaube, wenn du hier hochgehst, hier bei mir. Ja. Und dann hier. Okay, ja. Dann kommst du, glaube ich, besser daran zum Ranbauen. Erstmal hauen. Ist klar. Geil. Weil jetzt geht's optisch nämlich von der Seite, glaube ich, so aus. Ja, dass die Mähne da so. Guck mal, das ist doch geil. Also ich mag das so. Dann ist das nicht so löchrig. Nicht so löchrig. Schade, dass man echt keine schrägen. Der Klee wird da jetzt besser aussehen wegen dem Kontrast zum Augenlid. Mhm.
Ist es denn Augenlicht? Ich weiß ja nicht, was die anderen dazu sagen. Mal gucken, was braucht ihr noch irgendwas? Ja, guckt mal, ob das so geht mit dem, mit den Seitendreiecken, ob das... Oder ob wir die wieder wegmachen. Oder ob das mit, den, mit dem Augenlid zu doof ist. Das Augenlid. Mag das Augenlid. Wo muss ich gucken kommen? Da sagt doch keiner gegen was. Hier oben. Hört mal auf zu meckern da unten, ihr seid zu laut. Nö, das passt schon. Das passt schon. Ich finde, da gucken Haare, fallen halt Haare ins Gesicht. Ja. So süß mit den Nüstern hier. Nüstern. Ich würde das aber auf der anderen Seite auch noch machen. Also mal gucken, wie wobei jetzt irgendwie die Ohren doch eins nach vorne gehören, oder? Mhm. Stimmt. Kann das sein? Mhm. Ja. Dann machen wir das. Soll ich machen? Mach mal. Ja, ich möchte Ohren bauen. Mach das. Mach mal Öhrchen. Gib mal die Öhrchen. So eine fiese Spinne. Vielleicht auch ein bisschen größer machen. Meinst du, man kann drei aneinander rein? Glaube ich nicht. Also übereinander? Das Öhrchen. Weißt du, wenn du jetzt eins vorne ransetzt, diagonal zu dem, was jetzt steht, und dann eins in die Mitte von denen eins höher machst. Hier kommt noch überdecken. Gras? Nee, ne? Ich habe Gras in der Hand, aber ich bin gerade hier. Ja, nein. Dann könnte man hier das eine noch fertig bauen. Nee, das ist, glaube ich, zum Durchfallen. Warte mal, da muss ich vielleicht noch hin sogar. Achso, das soll das zusammenbauen. Oh, das ist noch. Das ist noch eine gute Idee, glaube ich. Wobei, ich glaube, es ist fertig. Nee, ich rede doch gerade nicht drauf, vielleicht baue ich das noch. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz. Oh, ich habe Grounded gerade wieder, ich habe meinen Bildschirm gerade wieder ein bisschen dunkler gestellt. Und das ist aber viel hübscher jetzt. Ich kann aber keine drei, also ja, ich würde es halt wieder, ich würde es halt wieder so machen. Ja. Mist, ich komm da oben nicht hin. Oh, wie schön wäre das jetzt in Minecraft einfach ein Erdhaufen. Oder sind die anderen größer? Die über Eck-Dings? Oder was das war? Und ich suche das. Ja, ja, ja. Guck mal hier. Aber ich glaube, es wird besser passen, wenn sie größer sind, oder? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich hoffe, das passt da noch daneben, oder? Ja, eben. Perfekt. Das überlappt sich ein bisschen, aber das macht ja nichts. Das ist okay. Los. Die Ohren kennen sich, die machen sich nichts. Okay, dann wollen wir wieder Klee. Ja, ich hole mal ein bisschen. Ich glaube, drei noch, fehlen oder? Noch Klee. Den Rest habe ich schon hin. Also ich habe auch noch Klee. Was braucht ihr noch? Gras, oder? Ja, warte mal, ich muss mal hier kurz... Ja, Gras schon mal ins Haus, ist schon so besorgen, düster. Das kann Gras ist jetzt ja nicht das Problem. Nee, wie das aussieht, wie das den Kopf einfach da drauf stützt. Oder? Also ich finde es mega cool. Faulchenpferd. ein Faulpferd. Du versuchst da reinzukommen. Wie viel Uhr ist? Sollen wir schlafen gehen? Ja. Fast schlafen gehen. Wie sieht das Pferd von der Ferne aus auf dem Balkon? Man sieht ja nur den Bobbes. Oh, man kann da nicht schlafen. Noch eine halbe Stunde. Ich hab's geschafft! Oh. Ist auch durchs Fenster rein. Wieder abzustürzen. Vielleicht sollten wir eine Hintertür bauen. Ja, das Hintertürchen haben wir doch beim Pferd. Warten Sie, ich komme auch. Man sieht es einfach nicht von hier, ne? Nee, ich sehe es also aus meiner Sicht schon. Ja, du siehst irgendwie auch viel weiter. Ich habe ja zum Beispiel letztens mein Haus ja auch nicht gesehen auf der Seerose. Ja, das ist richtig. Guck mal meine Optionen. Anzeige. Nee. Guck mal mit. Anzeige ist raus. So theoretisch können wir dann oben den Deckel auch zumachen. Qualität hoch, maximale Bild. Weil ich habe jetzt... Blickfeld habe ich auf 90. Muss ich auch nochmal gucken. Das müsste das Blickfeld... Okay, Renderskala 100. Renderskala müsste das sein. Blickfeld hat nichts damit zu tun, oder? Nee. Renderskala habe ich auch auf 100. Das ist der Winkel, ja. Ich sehe es auch nicht. Option, wo seid ihr? Anzeige? Wir können schlafen. Ah ja, jetzt ist der Nachtmodus an. Hm. Blickfeld ist auf 90 bei mir. Ja, Renderskala. Das soll auch auf 90 sein, sagt das Spiel.
Und das Render-Ding ist nur so ein Qualität-Texture-Ding. Oh. Anscheinend. Da fällt bei dir. Pyjama-Party. Ja. Guten Nacht, guten Morgen. Guten Nacht, guten Morgen. So, wir können theoretisch jetzt, ich glaube, das den Kopf zumachen, weil ich habe jetzt an der Seite eben noch den Kopf zu. Die Mähne ran gemacht. Ey! Ich schaff's jedes Mal, aber diesmal habe ich es noch gesehen. Hab's aber trotzdem gekriegt. Ja, danke, du. Schubst sie mich einfach fast ins Wasser. Ja, schubs. Das kennt Joghurt im Rucksack. Joghurt. So, ich muss mal mein Trinkfläschchen hier auffüllen, aber zum Glück gibt es ja jetzt so viel Wasser. Auf dem See. Den See? Better than starving, I think. Konnte aber auch schlecht. Ist toll. So. Oh, ich glaube, da fehlt noch ein Klee, aber da komme ich. Da fehlt noch was, aber da komme ich nicht ran. Wo? Oh. Die Flasche ist voll. Ach, da ist noch was blau, deswegen. Okay, deswegen. Ach, da oben. Ja, das ist aber. Da muss noch. Ich habe noch Gras dahin gelegt gehabt. Ja? Ich habe was mit. Ich bringe mit. Ich bringe mit. Ich bringe auch mit. Ich habe schon. Bist du, toll. Bist du spät? Okay, dann nicht. Aber Klö fehlt noch. Ja, ich habe Klö. Blö habe ich nicht. Kann ich das jetzt zubauen, das Loch zum Durchfallen? Theoretisch, ich habe Klee und ich habe Gras. Ich habe Klö und Laden. Ui, ein Pferd. Ui, toll. Ui, toll. Oh, ist das süß. Hier, dann behaltet doch euer Scheißgras. Sag mal, Fräulein, nicht so, ne? Oh. Also nicht so. Doch. So, wohin jetzt mir mit meinem Zeugs? Entschuldigung. Entschuldigung, große Meisterin. Ja? Ich glaube, wir wohin hier mit der Lieferung? Wir müssen den Hals von unten noch verkleiden, ne? Ich glaube, wir brauchen kein Gras mehr. Aua, mich juckt. Okay, da gehe ich wieder. Tschüss. Ich habe aber noch eine Klee. Idee. Vielleicht, nee, Klee ist auch schon durch. Oh. Klee ist auch durch. Bring einfach alles weg. Tschüss. Ciao. Meist den einfach an den Kopf, habe ich auch gemacht. Oh, ich habe keinen. Okay. Was hat denn das Pferd da hinten für. Das ist der Heckspoiler. Das sind die kleinen Babyhärchen. Das sieht von vorne richtig lustig aus. Warte sie mal. Also eine Mähne, so eine Mähne, ne? Schon mal schönes. Die hängt doch eigentlich auch so ein bisschen runter, ne? Ja, aber dann baust du es zu sehr zu, glaube ich. Ja, ich glaube auch, leider. Ich hatte gerade überlegt. Aber weil so kann man den Kopf schon noch irgendwie erkennen. Ich hatte gedacht, vielleicht hier. Naja, die Mähne könnte also schon. Also ein hier. Genau, bis hier, bis zu dem Punkt hier könnte im Prinzip noch Mähne runterhängen. Das Gute ist, Gras ist ja relativ. Ne? Aber wir brauchen doch noch Gras. Das ist jetzt schön für euch. Kannst du da hinten holen? Ich hab doch vielleicht? Hier noch liegen. Guck mal hier. Ich brauch Gras hier drüben. Bitte, bitteschön. Hab ich's denn überhaupt hingeschmissen? Ein AT-AT haben wir gebaut. Ja, nee, das ist ein dorianisches Pferd. Ich brauch noch Gras. Ich bring ja welches mit. Wo bist du denn? Ganz weit weg. Ich sehe schon. Hinten links. Aber Kami hat doch vorhin hier ganz viel runtergeworfen. Wo ist das? Da weiß ich doch nicht. Weiß ich nicht. Im Nirvana. Da hinten. Oh, ich hab's wie ein Bumerang geschmissen und es kam halt nicht zurück. Oh nein, ich bin ganz hungrig. Der muss doch was essen. Nee, das war gar nicht meins, oder? Nee, deins war hier hinter den Baumstämmen, du Nuss. Du bist Nuss. Ich kann nichts essen, wenn ich irgendeinen Scheiß mit mir rumtrage. Oh, ja. Da ist so ein Stinkikäfer an der Blume. Hast du kein Händchen frei für deinen Joghurt? Nein! Ach, nein. Auch nicht für meinen Eichelbrocken. Auch so, Tanne, brauchst du das Gras oben? Ja. Hab ich die Kacke jetzt schon wieder umsonst geholt? Direkt das da einbauen, wo also das hier, angezeigt wird. Genau, hier ist eins und auf der anderen Seite auch noch. So, zwei sind schon eingebaut. Er braucht noch mehr Gras. Ah. Ah. Brauch noch ein Gras.
Ich hab noch ein Gras. Ein Gras. Und die Spinne ist schon wieder gefährlich nah, finde ich. Bitte so, schön. Das meinte ich mit Mine. Mine, Mist. Ja? Das durianische Pferd. Ich glaube, man könnte vielleicht. Ich finde das so mega cool geworden. Ich probiere nur mal aus, ne? Das sage ich, glaube ich, die ganze Folge schon. Ich probiere mal was. Sehen Sie mal. Waren die Öhrchen. Guck mal, die Öhrchen. Guck mal, ich brauch, schaut mal. Durch die Öhrchen kommt die Sonne so ein bisschen durch, wenn man richtig liegt. Das ist ja geil. Ich brauch Gras. Spiegelgrafik. Wieso Grafik, ne? Ich hab zwei Gras. Pundi. Wie geht's dir? Ich hab zwei Gras, Frau Tanne. Tun Sie. Wohin, Frau Tanne? Da, wo Blueprint ist. Alles klar, Gnädigste. Weil jetzt hat unser Pferdchen auch ein bisschen Mähne. Schön, mehr Mähne. Sag mal, wann ist eigentlich heute Feierabend? Wie spät ist das? Die Sonne scheint mir auf den Piephahn. Schön ist. Ich brauche noch Gras. In 20 Minütchen. Ich komme. Oh, Spinne, Spinne. Frau Jules, in 20 Minütchen. In 20 Minütchen, das ist okay. So lange überlebe ich. Enceladus, 97, schön, dass du da bist. Ich komme rein. Und das Erste. Und das ich habe ja nur Gras geholt. Genau, hört mal zu. Ich komme hier komm rein und das Erste, was ich höre, ich brauche mehr Gras. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, die Spinne geht in eure Richtung. Oh nein, pass auf, die Spinne geht durch. Oh Gott. Dori, Veggie, pass auf. Oh, das sind zwei Spinnen. Ja, pass auf. Unser Eingang drüben zum Garten ist mit einer Spinne blockiert jetzt. Und hier, Kami, hier, hier. Ja, 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 ja. Warte. Wieder oben lang, dann mach ich das so. Oh, bist du tot? Ich bin dabei, Dori. Nee, aber ich hänge in drei Spinnennetzen mit zwei Spinnen. Das sieht nicht gut aus. Ich möchte dieser Party nicht joinen. Ach du Scheiße. Lass mich in Ruhe! Oh nein, jetzt bin ich ja auch drinne. Ich wollte dich retten. Oh Gott, Katrin. Spider up ahead. Die macht aber ein komisches Tänzchen. Die ist tot. Oh Gott sei Dank. Los, Dori, komm doch mal raus. Leute. Komm doch mal raus. Auch bei easy. 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 Doom. Doom, doom. Ich benutze gar keinen Spinnenfilter. Nee, weil ich Spinnen nicht so schlimm finde. Ich bin hier runtergefallen und ich habe Kamis Gras gefunden. Spinne. Ich habe aber auch mal überlegt, dass ich einfach mal aus Interesse, wie doof das aussieht, mal den Filter anmache. Das ist halt so ein Marshmallow mit Augen, glaube ich. Ja, ich habe mir so ein Video angeguckt. Das sieht so wirklich aus. So, Kami, muss noch was ausgebaut werden, oder? Nee, ich glaube, wir müssen den Kopf noch ein bisschen auf der Seite hier zumachen, sehe ich gerade. Aber sonst hat er Mähne. Ja, hier fehlt das noch Mähne. Mach den Kopf zu. Ja, hier, komm mal, Kami, hier fehlt noch Mähne. Wo? Da auf der Seite, wo du bist jetzt auch. Da können wir dran hängen. Stimmt. Stimmt, aber da kommt man so doof hin. Eine schräge. Hm. Ja, so. Jetzt, warte mal. Aha. Ah, du weißt, was ich meine, ne? Weggeslurpt. Ja. Warte, Chris, hast du gerade gesagt, dass du die Spinnen mit diesem Spinnenfilter noch gruseliger findest? Ich hab Angst vom Spinnenfilter. Also ich finde das gut so mit der Mähne, wenn die so ein bisschen länger runterguckt. Ja, das ist schön. Jo. So. Was, wer so sagt, ne? Der weiß nicht weiter. Das ist so richtig ganz genau weiter. Warte, ich gucke. Nee, andersrum, ne? Und das Invertierte gehabt? So? Ja. Also ich hatte einfach so ein schräges. Gras. War nur ein schräges? Warten Sie. Mach das mal dahin. Ich geh mal kurz auf die andere Seite, Luscha. Dann oben bei dem Dings. Ja, ein schräges und dann eine Wand. Aber oben ist auch oben. Schon schräg, oder? Nee, oben ist, glaube ich, auch eine Wand. Nee, oben ist eine Wand. Aber das muss ja gar nicht ganz symmetrisch sein, oder? Das ist ja ein Pferd, das kann ja die Mähne ein bisschen wild tragen. Pferd. Hört.
Es ist ein symmetrianisches Pferd. Es ist ein dorianisches Pferd. So, genau. Symmetrianisches Pferd also. Symmetrianisches, was hast du denn gesoffen? Ja, ich schlafe drin. Ja, jetzt müsste es passen, oder? Glaub, bei ja. Kakao und eine heiße Milch. Ich hab Gras. Oh, Kakao. Und da können wir nicht mehr anbauen. Oder doch, ihr müsst nur hochhüpfen und runterfahren. Ja, super. Das kann ja. Ich gut. Bitte schnell, Platz, und, schnell und schnell E drücken. Ja, bitte, hier viel Spaß. Das klappt. Next. Oh. Oh nein, das Gras ist backt rum. Oh, nice. Geübt. Ich kann das voll gut. Ich finde das so schön. Ich glaube an dich. Okay. Ich kann das gar nicht. Ja. Hui. Okami, Mensch. Ja. Probier das mal. Oh, das ich schon. Hier, bitte ja. Oh, da ist eine Lampe an. Oh, schon, aber dann müssen wir da hinten machen wir noch. Warte mal, aber da, kommen, so, wir da kommen wir nicht hin, oder? Ja, warum liegt denn hier Gras rum? Bis als Stroh, ne? Aber haben wir jetzt alles hier? Können wir das da hier noch dann anbauen oder ist das blöd? Können wir, ja. Nee, doch, ich finde das gut. Ach nee, das geht. Nee, das ist doch voll nice. Geht bei dem gar nicht, ich krieg das nicht hin. Naja. Ist ja auch schräg und nahe. Hat geklappt und runtergekommen. Da ist sie runtergefallen. Ich bring dann mal das Gras weg und geh Unkraut suchen. Hast du nicht was ins Lager gepackt? Natürlich habe ich was ins Lager gepackt. Natürlich. So drei, aber hier sind, oder so. Hier sind aber wieder welche gewachsen an unserer Base. Das ist schon mal gut. Mm. All about the base. About the base. Boing. Hm. Hey. Ich glaube. Ja, schade, dass keine Dreiecks-Dinger Beziehung? Dreiecks-Wände gibt. Von ja, das, ich hoffe, das machen die noch später irgendwie. Ein bisschen mehr. Das sieht aus wie ein müdes Pferdchen. Es ist so hübsch. Das hübscheste von allen jemals. Und die noch kommen werden. Oh, man kann hier super anbauen. Das ist ja praktisch. Ich hab nochmal vier Hölzchen dabei. Cool. Aber hier nicht, oder was? Nö. Warum auch? Das ist eher putzig geworden. Du kannst, Jules, wenn du hier an die Seite gehst, kannst du es eigentlich einbauen. Das du das E musst nur das E suchen. Du musst hier so dran und das E suchen und dann. Wie das E suchen? Das ist einfach E. Oder einfach E spammen und hin und her gucken. Als wären wir in der Folge von der Sesamstraße gefangen. Suchen Sie das I. Oder gib mir das mal, leg das mal hin. Ich versuch's mal. Oder möchtest du ein E kaufen? Ja. Dings. Bing, bide, ding, bide, ding, bide, ding, bide, ding, bide, ding, ding, oder ding, was? Ding, ding. Passt doch. Ja. Fertig, ne? Oder? Ja. Ja. Ist fertig. Super. Hübsch. Das Dorianische Pferd. Ui. Uiuiui. Das war jetzt episch. Wir haben das Dorianische Pferd gebaut. Es ist müde und stützt ja seinen Kopf da ab. Es ist voll schön. Schön. Hallo, Raffi. Ich kaufe Gelb. Ist Gelb noch frei? Ja. Voll cool. Oh, ich glaube, wir sind durch, also fertig, oder? Ja, wir sind fertig. Ja. Fertig. 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 Geil. Das müssten wir eigentlich mal abfotografieren. Abfotografieren. Ich habe einen Screenshot gemacht, den poste ich nachher. Ist ja, so das cool. Mit Grounded Game, ne? Ja, Grounded, ja. Ja. Das Dorianische Pferd. Die sprechen aber nur Englisch. Ja, dann schreibe ich es auf Englisch. Das auf Englisch. Das ist das Dorianische Horse. The Dorian Horse. Wie heißt ein trojanisches Pferd auf Englisch? Trojan Horse. Also ich finde meinen Heckspoiler mal am geilsten. Du guckst nur wieder auf den Hintern. Ja. Lass mich auch mal gucken. Genau, was der Tanne wichtig ist. Ich habe kleine Flügelchen. Ich finde, das haben wir noch ein bisschen gut gelöst mit der
Popo. Schweif. Mähne. Gedöns. Da ist die Tanne. Da ist die Tanne weg. Da ist die Tanne. Royen Horse. Und da ist sie weg. Heißt das auf Englisch. Peekaboo. Hab ich ja gesagt. Trojan. Peekaboo. Yes. Peekaboo. Peekaboo. Entschuldigung? Ich habe Karten gegeben, Entschuldigung. Na, sagen Sie mal. Ich habe Karten ausgegeben. Hey, lauter Asse. Und die Mähne ist auch cool. Dann liegt noch ein Gras. Hui. Hui. Was? Warum freuen wir uns so? Weil es so. Wir könnten noch kleine Flügel dran basteln. Oh, ein Einhorn. Ich kein Einhorn. Doch, das ist hübsch. Ja. Also ganz ehrlich, für unser erstes Kunstbastelprojekt. Bastelprojekt. Respekt. Nach der Villa Kinderpunsch, die Katrin gemacht hat und dem ganzen Seegedöns. Ja, aber guck mal, wir haben hier ein Tier erschaffen. Ja. Das ist ganz was Hallo anderes. Hallo Chat, was sagt ihr denn so davor? Genau, Chat, sag mal, was da so, wie gefällt euch das? Oh, gute Nacht, Orim. Gute Nacht und schön, dass du da warst. Ich will auch noch mal klatschen. Gute Nacht. Das takadoyanische Pferd. Oh yeah! Yeah! Woo, woo, woo! Oh yeah! Woo, yeah! Woo, woo, woo! Oh yeah! Woo, woo, woo! Yeah! Woo, woo, woo! Woo, woo, woo! Yeah! Wow! Oh yeah! Yeah! Da müssen wir uns mal zusammenstellen und alle gleichzeitig jubeln. Ja, ich glaube es aber auch hier. Und das muss dann jemand klippen. Okay. Bei drei? Bei drei drücken, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Yeah! Süß. Ich kann sich ja leider nicht von vorne angucken. Aber egal. Monkel sagt, das schönste AT-AT, den er je gesehen hat. Das ist kein AT-AT, Monkel. So, was sagen die Leute bei mir so? Hallo Leute. Genau, was sagt ihr denn so? Wisst ihr, was ich total süß finde, auch einfach, dass diese ganzen Ausrüstungen unterschiedliche Sachen können dann. Ja, das ist... Und dass man mit der Ameisenausrüstung halt mehr Zeug tragen kann, das ist so logisch. Ja, eigentlich schon, ne? Trag mich. Ja, trag mich doch. Trag dich doch. Was? Nee. Guck mal, Tierchen. Mich. Guck mal, da oben ist eine Fliege. Die guckt sich das auch an. Wir haben jetzt das dorianische Pferd fertig gebaut. Das ist müde und legt den Kopf da oben auf das Ding drauf. Das ist aber auch perfekte Höhe gewesen, ne? Ja, oder? Das haben wir echt gut hingekriegt. Und ich finde es jetzt gar nicht so der Hals sieht gar nicht mehr so dünn aus durch die Mähne. Ja, das ist voll gut geworden. Müsst auch den Popo schließen. Der Rempler bei mir sagt, hä? Rempler, das ist keine gute Antwort. Was soll denn das für eine Antwort sein? Ich hätte noch eine Idee, wo die Gras hinkommen könnte, aber... Wo denn? Ich gucke mal, ob das funktioniert. Ich probiere mal was aus. Oh Gott. Anne probiert mal was aus. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Tüffi. Samson. Oh, warte. Samsung. Da fehlt eine Rutsche an dem Haus. Bin ich tief? Ja, wie ist doch die Rutsche? Das ist aber kein Haus, das ist ein Pferd. Nee, du bist Echo. Sag mal, wie kann ich Sachen reparieren? Es ist ein trojanisches Pferd. Bin ich jetzt tief? Du brauchst Sachen nach dem Pitch, glaube ich. Pitch nach links drin. Ansonsten ein Rechtsklick. Einmal Pitch nach links, bitte, Frau Tanne. Noch mal was? Also du willst gerade ein Werkzeug oder so reparieren, eine Fackel, oder? Ja. Genau. Wie das? Mach mal Rechtsklick im Inventar auf die. Oh Gott, Alter. Ganz verschrotten. Warte, bist du's? Oh, bei manchen Sachen steht reparieren dabei. Steht auch dabei, was du brauchst. Was machst du, Frau Tanne? Lassen Sie mich, stressen Sie mich nicht. Oh ja, ich glaube, Fackeln kann man gar nicht reparieren. Ja gut, aber das ist nicht so wild. Ich probiere. Wusste ich jetzt aber gerade spontan auch nicht, dass das nicht... Oh, schade.
Das hat sie ja vorhin schon versucht. Ach so, okay. Nein, leider gar nicht. Schade, Schokolade. Gut, dann nicht. Eins trojanische Rutsche. Ja, das ist unser dorianisches Pferd. Weil wegen Dori und so. Wir brauchen Wortspielereien. Dorianisches Pferd. Der Yuko. Hier ist ein Wurm, der gräbt sich im Stein rum. Das ist ganz logisch. Also, die Ameisen gucken alle. Da ist alle. Eine Biene bei dir. Juhu. Ich will keinen Ärger, Ameise. Guck nicht so. Hi. Bin ich essbar. Ja, der Monkel hat's geklippt. Über dir. Der König der Welt. Über dir. Hinter dir. Was? Wie redest du? Da ist eine Biene. Da hinten. Lori, was machst du da oben? Die kommt auf uns zu gerade. Hey, ich schwebe bei mir. Achso. Ich war gerade auf den Ohren von dem dorianischen Pferd. Und weil ich weiter weg war, seid ihr geschwebt. Schwuppt. Ja, wir sind Zauberer. Ich bin Peter Pan. Ach, wieso denn, Pepe? Was ist denn los mit meiner Stimme? Ist alles okay? Alles ganz Natur. Kennt ihr immer noch Satan, die Serie? Nee. Das hört sich genau so an. Heute ist das Ende aller Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Was? Weiß du nicht, ob dein Satan war? Ja. Schade, dass ich los muss. Oh, ist für heute wirklich Schluss? Ja, in 4 Minuten tatsächlich. Ach krass. Oh nein, oh doch. Oh ja. Das ist gut, ich muss auch in mein Bett. Wollen wir vom Pferd aus Tschüss sagen? Ja. Ja. Finde ich gut, ja. Schön mit Sonnenuntergang. Gibt es denn was Schöneres? Ja, Eis. Eis und du wolltest doch Badewanne, oder nicht? Oh, jetzt doch nicht mehr. Ich sicher nicht Badewanne mehr mit heute. Kakao. Badewanne mit Kakao. Immer. Eine Badewanne voller Kakao. Ich wasche mir gleich mein Gesicht und gehe meine Zähne putzen und dann lege ich mich ins Bett und mache Feierabend. Doch, ich mach die Badewanne mit Kakao noch. Ich bin heute Dorikadent. Dorikadent. Uiuiuiuiui. Ich mache das Hintertürchen zu. Das Hintertürchen ist zu, okay. Das Hintertürchen ist zu. Oh, die Sonne geht schön unter. Voll jubi. Ich bin voll zufrieden. Ja, auch. Wir haben es geschafft. Das dorianische Pferd ist fertig. Ja. Lori, was machst du da? Bei mir ist ganz komisch. Ich stehe auf dem Öhrchen. Ja, sieht komisch aus. Damit ich besser hören kann. Ja. Yeah. Oh yeah. Ich habe keinen Ton mehr, ich war zu schnell. Ich habe aber bei diesem Jubel auch manchmal keinen Ton. Voll gut. Bist du das gefällt mir wieder nicht. Ha? Ja, lassen wir ein Like da. Hier, Like. Wir ja, ein Like ich da. Auch. Warte, so, bitteschön. Ach, cool. Schön. Ja, war sehr cool. Auch schön, dass du wieder da warst, Jule. Ja, Jule. Ja, auch. Lori, du machst ganz komische Sachen bei mir, als ob du gerade runterfällst. Und nächstes du stehst Mal auf gehen einem wir dann Bein. Schwimmen. Ja, das können wir gern machen. Das ist gar nicht, dass niemand weiß, dass das gar nicht ihr Bein ist. Jetzt bist du normal. Das war gar nicht das Bein. Oh, schön. Zum Glück bin ich auf ihr gestellt. Ey. Ich auch. Kann man mal klatschen. Und das war auch wieder nicht das Bein. Ich bin in Schock, ja. Gut, ja. Es war nicht das Bein. Oh Gott, ja. Also, so. Fett beenden. So, muss ich jetzt nochmal extra... Ja, kann ich einfach Fett verlassen beenden. Drücken oder muss ich nochmal speichern? Nee, du machst aber Fett voll Fett beenden einfach. Wieso bin ich denn so klein? Hallo. Nix noch, weil du klein Tanne heißt. Ach, easy. Ja, vergaß, meine Haare sind voll wuschelig. So. Wo schicken wir? Wir sind ja heute zu viert. Wir können ja ein Vierer-Raid machen. Oh ja. Oha. Na, also, ich sag dann mal Ciao, Kakao. Und vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und es tut mir so gut, mit euch zu streamen, wirklich. Also, dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, ne? Also, ich schicke euch jetzt rüber. Tschüss. Wir
Kinderpunsch.